Damit herzlich willkommen. Jetzt geht es weiter mit Hearts of Iron. Letztes Mal gab es ein paar Unstimmigkeiten. Das hat Frank jetzt erledigt. Der Status quo der Friedensverhandlung wurde beigelegt und wir spielen jetzt weiter mit Make Peace Not War, damit das in Zukunft ein bisschen besser möglich ist. Und dann ziehe ich euch wieder mit rein. So. Nun denn, meine Herren, belustigt mich mit einer Anekdote. Die Zeiten des Krieges sind hart und entbehrlich. Niemand? Der englische König kann ja vielleicht was erzählen. Wie sieht es denn jetzt mit den Plänen in Kanada aus? Was sind denn die großartigen Neuerungen, die der amerikanische Präsident hier vorschlägt? Es gibt keine Neuerungen. Wir haben Kanada befreit. Wir haben die Ketten der Versklavung, beziehungsweise die Ketten der... Wie nennt man das? Der Kolonialherrschaft? Ketten der Kolonialherrschaft, das hört sich gut an. Die haben wir zusammen mit dem kanadischen Volk gesprengt. Kanada wird bald zum 52. Bundesstaat. Wir warten noch die Entscheidung im Kongress ab. Das wird alles demokratisch bei uns entschieden. Und auch die neu hinzugekommenen Kanado-Amerikaner dürfen natürlich nochmal wählen. Sich demokratisch entscheiden. Große Worte. Da darf man gespannt sein, wie sich Amerika, das neue Amerika entwickelt. Wie läuft denn der Krieg in Japan? Oder in China? Zufriedenstellend. Ja, ich glaube... Japan, sowjetischer Verbündete, ist gleichermaßen erfreut wie die ganze Bevölkerung Japans, dass der schreckliche Krieg in Kürze zu Ende ist. Auf jeden Fall. Sehr gut. Zur Zeit, dass Frieden in Asien herrscht. Ja, auf jeden Fall. Zum Wohle des gesamten asiatischen Volkes. Aus dem asiatischen Raum waren teilweise nicht zu bewältigen. Ich hatte übrigens vollstes Verständnis, als mich die Depesche erreichte, dass Amerika die Flüchtlingsströme nicht mehr weiter ins Land lässt. Das war leider eine Notwendigkeit. Erstens, wenn man sich mal die Weltkarte anschaut und den riesigen Ozean, den die Chinesen hinter sich legen mussten. Damit sie erstmal auf amerikanischen Boden kommen. Und meistens kamen sie dann zuerst auf den Bundesstaat Hawaii oder eine der Inseln davor an. Und Flüchtlingslager natürlich. Ein Lagerleben ist des Menschen nicht würdig. Denn so sehr gut oder so gut man das auch organisiert, kann man einfach kein angenehmes Leben den Menschen. Deswegen unterstützt Amerika natürlich auch Japans entschlossenes Vorgehen, um diese ja, vom Bürgerkrieg gebeutelte Region endlich zu befrieden. Japan hat für das chinesische Volk schon einige Versprechungen getätigt. Es wird auf jeden Fall die chinesische Mauer restauriert als Wahrzeichen des Nationalstolz Chinas, damit das Volk sich schneller erheben kann und wieder zur einzigen Größe wächst. Natürlich, ein Schutz gegen die Waren. Natürlich, ein Schutz gegen die Waren. Natürlich von der Mongolei. Ja,
Wie sind denn die Pläne des Duces in Italien? Kein Krieg. Nur lang. Hättest du das mit Ungarn vorher überlegen sollen, mein Freund. Na, ich kann ganz einfach wieder die rauswerfen. Oder austreten. Was passiert denn in Ungarn, rein aus Interesse? War natürlich nur ein Nein. Ich sehe gerade, Bulgarien hat noch Krieg mit Deutschland, den Tschechen. Ja, aber nicht mehr lange. Ich sehe gerade, die Chinesen mussten starke Verluste hinnehmen bei dem Versuch, ihre Aggression auszuweiten. Ja, das stimmt. Ich denke mal, ein Opfer, was nur mal dem Chinesen klar machen sollte, dass das, was sie getan haben. Das Problem das waren nicht die Chinesen an und für sich, das war die obere Leitung. Das ist. Dafür kann richtig, das gemeine Volk die Armee handelt dafür. Ja nur nach. Die Armee handelt ja nach ihren Offizieren. Genau, das war. Und immer sind es die kleinen Menschen, die dabei leiden und sterben. Volk bezahlt immer für die Gier der Obrigkeit. Nochmal out of character ein bisschen. Durch das neue Game habe ich gar nicht gesehen, wurde meine Mannstärke ein bisschen durcheinander gebracht. Guten oder zum schlechten? Inwiefern? Als wir gespeichert haben, als wir das letzte Woche aufgehört haben, habe ich knapp 2,1 Millionen Mannstärke gehabt. Jetzt habe ich gerade 100.000. I don't know. Meine also Einheiten egal, sind auch verändert worden. Gut. Also, ich hatte unten mehr Einheiten und jetzt musste ich komplett disponieren, weil mir da Kangsha wurde zurückerobert von den Chinesen, weil die auf einmal doppelt so viele Einheiten da hatten, natürlich nur halb so viele wie vorher. Ich habe meine gesamte Front nicht besetzt. Da keine Ahnung, warum das so ist. Bei mir ist alles normal. Bei mir ist auch alles normal. Bei mir auch. Also. Was ist eine kleine Nachricht von der Veränderung, die wir rumgekriemselt haben? Aber ich habe eigentlich nur bei Italien gearbeitet. Ja, wird Zeit, dass hier der Krieg gewonnen wird. Ja. Shaanxi hat kapituliert, sehr gut. Gesehen, ne? Gibt es denn in naher Zukunft eine Einigung zwischen dem Amerikaner und dem Briten? Ich noch 100% der britische Premier. Gewillt ist zu kommunizieren. Er wird kommunizieren, sobald der Zeitpunkt günstig ist. Ich, sofern ein paar Entscheidungen angelaufen sind. Okay.
Frieden wird aus einer Position der Stärke heraus verhandelt. Wie sagt ein japanisches Sprichwort. Pause. Ja, geht weiter. Die Moral der chinesischen Truppen ist bald gebrochen. Stimmt, ja. Wurden wieder 3 Divisionen eingekreist. Der englische Premier würde gerne den deutschen obersten Kanzler und den italienischen Duze zu einer Konferenz einladen. Wo? Oh. London würde ich anbieten. Welche Zeit? Sobald es genehm ist. Ja, ich habe Zeit. Ich habe auch Zeit. Hattet ihr dann von 1. Dezember? Gerne. Ja. Mir genehm. Deutschland hat den weißen Frieden unterzeichnet mit Bulgarien. So. Hört, hört. Das ist sehr gut. Schöne Nachrichten für die Welt. Oh ja. Damit wurde ja einer der 3 Kriege jetzt beendet. Fehlen noch 2. Stimmt ja. Stimmt ja, wir haben ja noch. Ja, dann würde ich den amerikanischen Präsidenten gerne auch zukommen. Wie wurde auch eingeladen? Ja, zu einer anderen Konferenz. Das ist nicht möglich. Oder? Geht das nächstes Jahr. Richtig. Eine pro Jahr. Hatten wir doch geändert. Nee, und das kommt auf die Reisedistanz drauf an. Die umliegenden Länder 2-mal im Jahr, weit entfernte Länder 1-mal im Jahr. Ja, genau. Umliegende Länder, Europa. Ja, genau. Aber ein halbes Jahr dazwischen, glaube ich. Da will ich alle Leute auf einmal rausziehen. Entschuldigung, ja. Diese hohen Geschwindigkeiten können leider nicht von der heutigen Technik genutzt werden. Aber die Japaner sind schon dabei, die Düsentechnik für die Welt zur Verfügung zu stellen. Hört sich hervorragend an. Hört sich noch viel besser an. Ja, so irgendwas mit der Mannschaft hat nicht gestimmt. Man, die holt sich jetzt langsam. Aber ich meine, von 2,1 Millionen auf 300.000, das ist schon. So, als wenn das Gesetz einmal auf Null gesetzt wurde und jetzt wieder neu eingesetzt wurde. Komm, käme mir das jetzt gerade so vor vom Hörensagen her.
Es ist schwierig, in Kriegszeiten auch die heimische Forschung am Laufen zu halten. Das glaube ich gerne. Unbedingt die Forschung, aber die Wirtschaft an sich. Frieden wäre etwas Schönes. Woher denn? Oh nein, nein. Oh, meine Herren. Der gemeine Amerikaner hier von der Flotte stehen. Jan-An wird fallen. Ja, großartige Neuigkeiten. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein. Wollen wir uns in ein etwas privateres Umgebung zurückziehen? Natürlich. Friedenskonferenz in Peking, würde ich behaupten. Sehr gut. Ich bin dabei. Da. So. Welche Ansprüche hat denn Japan? Ansprüche? China hat Japan den Krieg erklärt. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Da muss man ein Auge drauf haben. Welche Interessen würde denn die Sowjetunion verfolgen? Das ist schwierig. Also Xinjiang, Tibai-Sanma. Ich weiß nicht. Natürlich hat das japanische Volk natürlich das größere Blutopfer gezahlt. Muss auch irgendwie gerechtfertigt werden. Ich hätte nichts gegen eine Begradigung der Grenzen. Natürlich mit einem Fortbestand des Nichtangriffpaktes und einer Zusicherung unter Ehrenmännern, dass in den nächsten eine beliebige Jahreszahl einsetzende Jahre keine kriegerischen Aktionen. Selbstverständlich. Diese Zahl können Sie gerne haben. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, einmal im Krieg verbunden, gemeinsam geblutet in den Schützengräben, um Frieden nach Asien zu bringen. Das ist natürlich eine Verbindung. Das russische Volk hat nicht vor, diesen Frieden wieder leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Japan würde gerne die japanischen Häfen kontrollieren. Natürlich China einverleiben, das ist klar. Das ist zur Aufrechterhaltung natürlich an der öffentlichen Ordnung, damit das nicht noch einmal passiert. Wir haben hier Xinjiang, Xibei-Sanma, Shaanxi, das kommunistische China, China generell, Yunnan und die Guangxi-Clique. Ich kann verstehen, dass die Sowjetunion Xinjiang als mögliches Einfallstor nach Britisch-Indien nutzen möchte, sollte denn... Sollte der Krieg in Europa eskalieren. So ist es, denn es sieht stark danach aus, als würde ein starkes Bündnis geschmiedet werden. Das sind unsere Überlegungen. Ja, nun, dann gehen wir Schritt für Schritt vor. Ich würde hier zuerst einmal Xiangxi klicken, damit ich auch den Zugang hier für Frankreich habe, sollte das sein. Und beende. Aber wir müssen aber aufpassen, dass die Puppets, genau.
dass wir die Puppets hier nichts bekommen. Ihre Spielchen. Ja, nehmen wir einmal so. Hier den Anschluss natürlich. Ah, es geht nicht alles. So, das sollte. Ist dies genehm? Sehen Sie, was ich mache? Ja, ja, das ist genehm. Okay, dann die Runde beenden. Dann sollte sie großartig zu Wirtung kommen. Wir könnten auch ein bisschen hin und her wechseln. Ja, machen wir das erstmal. Machen wir das. So, dann schnappen. Okay. So, ich würde mir erstmal Xingqiang. Eventuell noch Teile von Xibai Sanma. Ja, wir könnten auch eine entmilitarisierte Zone daraus machen, theoretisch. Es wäre interessant, eventuell diesen Zipfel von China, der an britisch Raj grenzt, zu haben. Das im Fall der Fälle ein 2 Einfallstore bestehen. Ah, das funktioniert nicht, weil hier haben wir das Himalaya-Gebirge, das verhindert da komplett. Haben Sie natürlich recht. Ein Einfallen, ja. Man könnte es ja dann so machen, dass man vielleicht von 2 oder 3 Fronten gleichzeitig angreift, indem man alte Verbündete ins Boot holt. Das wäre eine Überlegung wert, natürlich. Gut, dann würde ich hier Xibai Sanma. Das ist meist ja sowieso totes Land, aber es ist geschichtsträchtig für. Wie wäre es, wenn wir Xibai Sanma befreien und Shaanxi? Also sagen wir, eines befreit. Entweder befreien wir es komplett oder aber wir belassen es unter unserer Aufsicht. Quasi als entmilitarisierte Zone. Hm. Wer soll dann über wer soll der Aufpasser sein? Sowohl als auch. Also entweder komplett befreien Shaanxi und Xibaima oder einmal Xibai Sanma für die Sowjetunion, einmal Shaanxi als Aufpasser, Japan als Aufpasser. Machen wir das mit dem Aufpasser. Weil es ist tatsächlich totes Land. Sind wir ehrlich. Das ist doch ein Witz. Traurig, aber wahr. Guck mal, was ich als Puppet nehmen kann. Das ist alles, was ich nehmen kann. Bitte? Echt jetzt? Was ist, wenn man Xibai Sanma unten aufmacht? Marionette. Ach, das ist... Ja, ja. Okay. Was ist da mit dem Rest? Ja, dann sollte... Muss ich das wohl händisch zu Xibai Sanma befreien? Möglich, ja. Nun denn, dann gibt es keinen anderen Weg. Da Shaanxi. Ah, das funktioniert komplett. Seltsam. So, dann Marionette, passt. Dann ist das eine. Also, natürlich befreit. Marionette, hast du schon. Oha, was ist das jetzt? Xibai Sanma, der Untertan hat. Ja, okay. Perfekt, dann China. Oh, was ist da passiert? Ja, ist möglich, den Zipfel zum Himalaya-Gebirge noch zu Xibai Sanma zu befreien? Um einen sauberen Abschluss zu haben. So meinen Sie? Genau. Ja, das wäre natürlich möglich. Dann beende ich hier einmal die Runde und dann wird das hier wieder nach Xibai Sanma geschoben. Perfekt. Ja. Wunderbar. Frieden in Asien. Haben wir alles geschafft? Ich kann irgendwie China noch als Puppet machen. Ich weiß noch nicht, was. Wurde alles Robert, oder? Da gibt's eigentlich nichts. Ach, fordert. Ich habe die Option, es noch als Puppet zu machen. Ah, okay. Es wurde aber eigentlich von mir schon gefordert, glaube ich. Gut, Russland zieht sich immer aus den Verhandlungen zurück. Russland ist zufrieden. Sehr schön. Dann, okay, was ist jetzt los? Ich kann China auch noch als Marionette nehmen. Mach einfach, guck, was passiert. Sind 31 Punkte. Eines fehlt. Wo ist es? Da
Rutsch mal einfach ein paar mit raus. Qingdao fehlt. Aha. Ach, der reine Hafen. Ein Wahnsinn. Diesen einen Hafen in Shandong vergessen. China ist groß, da passiert sowas schon mal. Das sollte es gewesen sein dann. Nun, und dann wunderbar. Darauf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Weltreichen. In Freundschaft verbunden. Vielen herzlichen Dank. Es war eine sehr fruchtbare Freundschaft, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Dann begeben wir uns wieder in neutrale Gefilde. Richtig. Japan und die Sowjetunion verkünden Stolz. Der chinesische Bürgerkrieg wurde beendet. Die Volksrepublik Ma und Shaanxi sind, weil sie in den Krieg hineingezogen worden sind, natürlich befreit worden, wie es sich gehört, und leben unabhängig. China wird unter japanischer Obacht wieder in die Welt entlassen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem. Herzlichen Glückwunsch, richtig. Ja, gratuliere. Wir sind stolz. Ein bisschen stolz ist Japan schon, also für die Welt zu leisten. Ich glaube, Russland. Möchte sich denn der britische Premierminister mit dem amerikanischen Präsidenten treffen? Ja, wäre sehr erfreut über ein Treffen. Was? Die Welt ja, die Frage war, glaube ich, wann. Ja. Sekunde, da muss ich jetzt kurz eine Depesche entschlüsseln lassen. Musi, ich habe jetzt noch meine Flugzeuge, wenn ich da draufklicke und die auf mein Hauptland schicken will, ist immer noch schraffiert, ich kann die nicht rüberschicken. Warum? Was? Ich kann es ja nicht sagen. Eigenartig. Du machst bestimmt was falsch. Nein, Alter, ich... Würde das dann dem amerikanischen Präsidenten am 1. März passen? Ja. Ja. Erster März wird sich hervorragend können. Seit wann hat denn das Königreich Bulgarien Krieg mit England? Gute Frage. Ich schon lange. Ich hatte es wahrscheinlich noch vergessen. Ich war nur bewusst, dass die noch Krieg mit dem Deutschen hatten, aber. Mein Gott, Schlimmeres, glaube ich. Ein verfügbares Kriegsziel. Interessant. Deutschland verkündet das mitteleuropäische Bündnis. Interessant. Also was besteht denn das mitteleuropäische Bündnis, wenn jemand den... ganz Europa fast. Also momentan Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien. Momentan, hallo Italiener, doch momentan, wie man hingucken möchte, nur aus Deutschland. Ja, aber mit der Zeit wollen viele europäische Staaten. Das? Die Welt wahrscheinlich. Hat sich viel getan in der Welt. Aber viele demokratische Regierungen Intus haben, wollen diese wahrscheinlich sich dem starken Deutschland anschließen. Oh ja, es beginnt. Doch jetzt beschleunigen Aufrüstung. Soll das beschleunigen Aufrüstung, oder? Aufgrund der aggressiven Haltung in Deutschland und Europa. Was denn für aggressive Haltungen, mein Herr? Nun, diese... Sie hätten wohl gerne, dass die europäischen Staaten einzeln sind, damit sie nacheinander snacken können, genauso wie Finnland. Das ist snacken, was für ein Unwort. Das neue Jugendwort in Deutschland. Furchtbare Sprache. Ja, einfach die Allianzbildung in Deutschland, die man unter anderem gegen Russland auslegen könnte. Man könnte sie allerdings auch als Verteidigungsbündnis gegen Unionen sehen. Russland hat, das wird ja nun erstmal kein Interesse in europäische Gefilde einzudringen. Haben wir kein Problem miteinander. Herr Ivanovic.
Wollen wir hoffen, dass dies so bleibt. Weil ich denke mal, es dürfte den Russen mehr oder weniger gar nicht so zerstören, da dadurch ja nicht gerade unwichtige Verbesserungen der Fabriken in Kauf nimmt. Los ist. Nun, die Bevölkerung versucht natürlich ihren Teil dazu beizutragen. Von wem dürfte ich denn Gummi kaufen? Von mir, wenn genehm ist. Aber ich kaufe für vier Fabriken ein. Ja, man dankt, meine Diplomaten aus Frankreich berichten, meine Herren. Kursieren Gerüchte, dass Großbritannien konterrevolutionäre Parteien in Frankreich unterstützt. Hört. Oho. Das ist so viel zum Frieden in Europa. Geht nicht von Deutschland aus, möchte ich sagen. Das war natürlich. Das ist vom Engländer aus, natürlich. Aber England gehört ja mit zu Europa. Ja gut, dann kann ich nichts gegen sagen. Gut, ich wollte gerade fragen, wie der ENA wohl darauf reagieren wird, aber dem dürfte es wohl am wenigsten stören. Wie mir mein Nachrichtendienst gerade übermittelt. Ja, mein Nachrichtendienst sagt mir gerade dasselbe. Naja, Italien wird demokratisch, wie es aussieht. Das ist das, was mir mein Nachrichtendienst natürlich nicht erzählt. Also, das mir auch nicht, aber naja. Mein Nachrichtendienst sagt etwas komplett anderes. Mein Nachrichtendienst sagt, dass es Frankreich angreifen will. Nein. Und danach faschistisch weiter wird. Ach so, es war. Oh, ich verstehe. Oh, ja. Japan ist einfach zu weit entfernt für Europa. Das ist. Das war ja durch die vorherige Unglückslage, die ausgehebelt wurde. Die hohe Parteibeteiligung der Demokraten. Ach so. Wie ich sehe, wird gleichermaßen Kommunismus wie Faschismus in der Türkei verbreitet und das wohl zu einem mehr oder weniger Stillstand bald kommen wird. Der britische Premier möchte nur kurz sagen, der Staatsstreich wurde gecancelt. Das war anscheinend noch Befehle von meinem Vorgänger, den Herrn Chamberlain. Von daher hatte der aktuelle Premierminister keine Kenntnis. Oh.